Hallo und herzlich willkommen zur Folge 558 der Sims VR 100 Baby Challenge. Wir haben Dienstagmorgen. Molly war die ganze Nacht auf. Ich habe sie eine von diesen Zaubertränken trinken lassen, die sofort die Bedürfnisse erfüllen. Und sie war hier am Möbel bauen und am Aufsprudeln. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel wir hergestellt haben. Ich würde jetzt gerade mal ins Inventar gehen und es verkaufen. Dann haben wir das schon mal. Und dann Dracula. Wir haben ein Sofa gebaut. Ich glaube, dann ist eins irgendwie abgebrochen worden oder so, weil ich dachte, wir hätten noch eins gebaut, aber anscheinend nicht. Dracula kann älter werden, aber vorher müssen wir noch Dorian wickeln. Der müffelt nämlich. Und nachher können die Kinder in die Schule gehen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Windel wechseln. Dracula, ich gehe mal hier auf Play. Dracula kann älter werden. In der letzten Folge sind wir schwanger geworden. Ja. Dracula kann älter werden. Dann würde ich sagen, wir machen bei Dracula mal die super effiziente Neugeborene, die Säuglingspflege. Ich komme immer durcheinander. Ihr wisst, was ich meine, die super effiziente Pflege. Und danach lassen wir ihn mal älter werden. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Kinder, was die noch so brauchen, bevor die in die Schule müssen. Die müssten eigentlich wach sein gleich, weil ich die recht früh habe ins Bett gehen lassen. Ja, guck mal, du bist sogar schon wach. So. Du bist schon wach, du kannst mal was essen. Iss mal was, mein Kind. Iss mal was. Reste nehmen. Du musst eigentlich noch nichts essen, aber du könntest mal verwenden. Du könntest vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit essen, irgendwie einen Joghurt oder so. Guck mal, wie schön dieses Rot ist von diesem Baum. Es ist so hübsch. Es ist so hübsch. Schnelle Mahlzeit. Was ist denn Halo, Halo? Regenbogen und einem einzigen Gericht. Verschiedene Philippinen. Es wird in Philippinen gegessen und besteht aus verschiedenen Sachen. Das klingt lecker, isst das mal. Finde ich nicht schlecht. So, wie ist es mit dir? Du brauchst wahrscheinlich Spaß, ne? Du brauchst Spaß und was zu essen. Dann nimm dir mal was und vielleicht können wir dann noch irgendwie ein bisschen Spaß haben, nachdem du gegessen hast. Es ist ja noch recht früh. Genau, und wir kümmern uns nachher noch um die Wäsche und die Hühner und irgendwie so langsam kriegt es doch jetzt hier Hand und Fuß. Okay. Okay. Gut. Dann müssen wir uns um die Hühner kümmern. Wie geht's euch? Ganz gut. Ganz gut. Das heißt, wir müssen sie gleich füttern, aber noch ist nicht irgendwie Panik, alles ist ganz schrecklich. Sehr schön. Warum? Schmutzige Umgebung. Ach, hier, das Ding ist schmutzig. Ja, das müssen wir auch noch sauber machen. Dann machen wir das vielleicht als allererstes. Nachdem Dracula älter geworden ist. Was ist dein Problem? Ich glaube, mit dir hatten wir schon mal super effiziente Babypflege vor einer kurzen Zeit, ne? Dir geht's noch gut, du bist nur aufgewacht. Das findest du schlecht. Hey, warte, ich dachte, wir hätten dich jetzt hier versorgt. Anni, du warst beim anderen Kind gerade. Ich war voll verwirrt, okay. Hey. Ah, du machst jetzt alles mit ihm, okay. Oh, hier ist ein ekliger, verdorbener Teller. Ein müffeliger Teller, der nicht gespült wurde. So, möchtest du danach mal... Du kannst eigentlich noch ein bisschen zocken, bevor die Schule losgeht, wenn du es zeitlich noch hinkriegst. Und Dracula ist albern. Das passt irgendwie. Albern zu sein ist irgendwie nicht so würdevoll für einen Dracula, finde ich. Aber hey. Oh, guckt euch mal an, wie putzig er ist. Na, bist du süß. Seinen kleinen spitzen Ohren. No, möchtest du dann hier mal spielen gehen? Geh mal spielen. Gut. So, jetzt... Okay, jetzt werden wir essen gleich was, aber jetzt werden wir erstmal... Ach, guck mal, wie schön die Farben sind. Oh mein Gott. Kannst du erstmal ein bisschen dich hier um alles kümmern? So deine Runde drehen quasi durch den Garten, durch alles. Gibt es hier draußen irgendwas, was man ernten kann, was man machen kann? Nee, ne? Hier, die Pilze sind noch am Boden.
Die kann man noch nicht ernten. Okay. Aber hier drinnen kannst du Sachen ernten. Da kannst du mal Mega-Verkauf machen und Garten pflegen und danach essen wir was. Und danach ist wahrscheinlich der Saft fertig aufgesprudelt und danach ist wahrscheinlich Holland in Not, weil es allen mega schlecht geht. So wird es wahrscheinlich kommen. Geht was nur eine halbe Stunde ungefähr und dann musst du zur Schule, aber solange kannst du ja hier noch was machen. Wie ist es mit dir? Brauchst du auch Spaß? Du brauchst eher Sozialkontakte. Ich habe Pennywise komplett vergessen. Möchtest du noch schnell was essen? Ich glaube, das schaffst du nicht mehr so unbedingt, aber vielleicht noch so ein paar Bissen irgendwie, bevor es losgeht. Ups. Ich wollte gar nicht putzen. Stell mal vor, jetzt müssten wir hier auch noch in der Baby-Challenge putzen gleichzeitig. Schrecklich. Ich habe gestern geputzt. Ihr glaubt gar nicht, wie ich habe noch nie in meinem Leben an einem Tag so viel geputzt wie gestern. Ich habe gestern also alles geputzt. Ich habe die Fenster geputzt. Ich habe das Geländer auf meinem Balkon geputzt. Ich habe den Boden auf meinem Balkon geputzt. Ich habe meine Gartenmöbel geölt. Ich habe Sachen aus dem Keller nach oben geholt und Sachen von oben in den Keller geräumt und Wäsche gewaschen. Ich habe so, boah, ich weiß nicht, was mich da über. Es war überhaupt nicht geplant. Das hat sich irgendwie eher so entwickelt. Ich weiß nicht, ob es das gute Wetter war, was mich dazu gebracht hat. Oder ich muss im Moment für meinen Anatomiekurs, ich muss eigentlich bald ein Referat machen und hätte das eigentlich mal schreiben müssen, so langsam. Ich habe wahrscheinlich, seit ich prokrastinieren kann, verpeile ich Sachen wieder, aber. Ja, okay, geh mal zu Schwimmer auf zu zocken und geh zur Schule, mein Kind. Oh mein Gott. Du kannst mal fleißig lernen, was ist mit dir? Du bist noch am Essen, ne? Aber du bist satt genug, kannst auch zur Schule. Tja, ja. So, dann kannst du noch hier die Sachen in den Trockner bringen. Und ich gucke gerade mal, dass wir die Eier schon mal verkaufen. Boah, guck mal, wie viel wir an Glockenblumen haben. Was ist das denn? Ah. Pennywise ist zur Schule. Sehr gut, ich lasse euch alle noch fleißig lernen. Fleißig lernen. Machst du schon und du kannst auch mal fleißig lernen. Okay. So. Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal Futter verstreuen. Vielleicht haben wir zu viele Tiere, als das einmal füttern reicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen häufiger füttern als vorher. So, dann kannst du das mal den Trockner hinzufügen und dann kannst du mal selber was essen. Heimisch, wegen Grundstücks. Oh. Du bist im ersten Trimester, nehme ich an. Ja. Okay. Du kannst mal ein bisschen schlafen noch. Und du schläfst hier drin. Na, no, guck mal, wie süß. Die ganze schlafenden Kinder sehe, werde ich selber schläfrig. Ach ja. So, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, wir können dann auch, nachdem du was. Ich lasse dich erst was essen, aber ich glaube, nachdem du gegessen hast, können wir dann auch den Saft entnehmen unten. Das müsste eigentlich gehen. Genau, da warte gerade mal, aber ich lasse dich die Waschmaschine dann noch anstellen vorher. Irgendwas hat uns dieses Huhn hinterhergerufen. Ah, warte. Sorry, Mann. Ich weiß, du willst ständig was essen und mir fallen 100.000 andere Sachen ein. Inhalt leer. Wir haben keine Insekten mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob die uns gestorben sind, aber ich habe die doch jetzt erst gefüttert. Vielleicht haben die einfach eine Lebenskurve und danach ist halt dann Schluss. Ich weiß es gar nicht. Toilettensandwich. Sherlock.
Wir haben heute Sherlock erwischt, wie er in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir reagieren sollen. Darum rufen wir jetzt an. Wenn man Hunger hat, muss man essen. Ausgezeichnetes Zeitmanagement. Das würde ich sagen. Pennywise würde abschreiben. Und es hat sogar funktioniert. Ich würde jetzt nicht mit meinem Kind schimpfen. Ich finde es halt nur unhygienisch, auf einem Schulklo was zu essen. War halt. Bleh. Galadriel will mit uns auf die Gikon, aber wir können nicht. Wir haben Krams zu tun, weil wir immer Krams zu tun haben. So. Irgendwo habe ich jetzt gerade das Essen hingestellt, weil der Mülleimer es nicht gegriffen hat. Geh mal was essen und ich suche nach den Resten. Du bist wach. Dann geh mal wieder spielen. Oder kannst du mit deinem Geschwister spielen? Nee, du kannst es nur aufwecken. Das muss ja nicht sein. Aber warte, wenn du wach wärst, lass mich mal gerade gucken, ob ihr miteinander interagieren könnt. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Vielleicht kriegen wir es ja dadurch auch. Wir können ihm ein Lied singen. Oh, ist das süß. Mach das mal. Ich gucke jetzt, wo wir den Teller hingestellt haben. Ich sehe ihn nicht. Spätestens, wenn er anfängt zu müffeln, werden wir ihn finden. Steht da was? Ich habe gerade fast was gegriffen. Das war der Korb. Wie geht's dir? Kannst du mit ihm interagieren? Dracula anlächeln. Oh, wir werden Freunde. Ja, süß. Okay. Warum bist du traurig? Überstrahlt. Pah, das machen wir schon seit Jahren. Ja, sehr gut. Geh mal noch ein bisschen schlafen. Es ist überhaupt nicht deine Tageszeit. Und wir räumen jetzt die Wäsche weg. Und dann kümmern wir uns um den Kleinen. Ah, warte, halt. Erst trocknen. Ups. Erst trocknen. Habe ich das nicht gemacht? Anscheinend nicht. So, du kannst mal in die Windel machen und dann versorgen wir dich mal. Okay. Okay. Sonniger Säugling. Oh. Tschüss. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir mal hier unten dann den Saft entnehmen. Das ganz Gefährliche unten, das vergesse ich dann nämlich auch, dass hier unten was ist, weil ich es halt nicht sehe, so im normalen Gameplay, weil ich dann nicht nach unten gehe in die Etage. So. Ich habe das Gefühl, gleich passiert irgendeine Katastrophe, weil bisher klappt es einfach zu gut. Es klappt nie so gut in der Baby Challenge. Wobei, ich habe ja den Teller verloren, also von daher vielleicht verrottet irgendwann noch das ganze Haus oder so, deswegen. Oder vielleicht hängt ihr wieder in der Wand. Wartet mal. Nee. Bei einmal hing hier ein Teller in der Wand, das weiß ich noch. Hängt der innen an der Wand. Das ist viel zu dunkel. Wir sind in der Waschmaschine. Ach, wie krass. Hier dreht sich sogar was. Wir sehen das. Wir sind in der Waschmaschine. Heftig. Okay, nee, aber ich sehe hier nichts. Okay. Ach, gut, dass ich dran denke. Ich habe auch noch gerade Wäsche unten in der Waschmaschine. Gleiches. Ah, du hast dein Kind hier mit runtergenommen. Okay. Gleiches Problem wie oben. Meine Güte, ich kann nicht sprechen. Gleiches Problem wie hier im Spiel. Meine Waschmaschine ist nicht in meiner Wohnung, sondern im Keller. Und ich stelle die dann an und dann ist die Gefahr, dass ich das vergesse, weil ich das halt, ich die nicht mehr sehe, wenn ich nicht mehr dran denke. Wisst ihr so halt, Naja. So, dann kannst du hier mal entnehmen. Wie geht's dir denn, Kind? Gut. Okay. Dann kannst du, wenn du soweit bist, kannst du hier in die Haie gehen.
Beruhigt sich selbst. Ach, fantastisch. Tatsächlich, Selbstberuhigung ist ein ganz großes Thema, was man lernt halt als Kind in dieser Entwicklungsphase. Aber Beruhigung, genau wie andere Emotionsregulation auch, lernt man dadurch, dass das die Eltern erst mit einem machen. Also sozusagen, die Eltern beruhigen das Kind und das Kind lernt dadurch, wie man beruhigt und kann das dann irgendwann selber machen. Aber wenn die Eltern das Kind nie beruhigen, ne, dann lernt das Kind auch nur ganz schwer, sich zu beruhigen, weil es halt nie gezeigt wurde, wie man sich beruhigt. Und das ist ein ganz großes Problem, weil man früher gesagt hat, so man soll Kinder einfach generell schreien lassen, so nach dem Motto, wenn man Kinder schreien lässt, lernen die sich selbst zu beruhigen, statt dass man selber hinläuft. Und es ist aber nicht so, dass die das selber lernen darüber, sondern dass die halt einfach lernen, okay, auch wenn ich schreie, kommt keiner. Also kann ich es halt auch sein lassen. Aber es geht ihnen halt nicht besser, sondern sie haben halt nur aufgehört zu weinen, während es ihnen nicht gut geht. So. Und ich habe das tatsächlich, inzwischen ist das nicht mehr so. Also früher war das eine sehr verbreitete Methode, halt Kinder einfach schreien zu lassen. Heute macht man es, soweit ich weiß, nicht mehr so. Aber ich habe es ganz häufig noch bei meinen PatientInnen, die ja meistens eine ältere Generation sind, dass die wirklich darüber noch reden, also dass die einfach kein Urvertrauen haben. Ne? Also nicht so dieses, wenn ich Hilfe brauche, wird mir schon jemand helfen oder sich selbst auch nur schlecht beruhigen können. Also das hat echt noch Auswirkungen auf Leute. So, ich glaube, wir haben keine Kleinteile mehr, deswegen macht sie das hier wieder nicht. Und das ist teilweise dann auch, was wirklich auch in Therapie gemacht wird, ne? Also, dass man Leuten hilft, ihre Emotionen zu navigieren, also so von außen reguliert, bis sie das halt auch dann selber übernehmen können bei Emotionsregulation. Tja, ja. So. Schlaf mal, Schatzi. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Okay, gleich kommen schon wieder die Kinder aus der Schule. Ach, guck mal, wie nah wir schon sind hier, bis Level 10 zu erreichen. Das schaffen wir vielleicht demnächst noch. Guck mal, ja, 83. Wir waren noch demnächst bei 45 oder so, ne? Das ging noch recht flott jetzt dafür, dass es ja am Ende von den Fähigkeiten immer länger dauert, bis sich das steigert. Also von Level 1 auf Level 2 geht meist sehr schnell und dann von Level 9 auf Level 10 dauert meist am längsten. Guck mal hier, was für ein Multitasking mit all unseren fancy Maschinen hier drin. Und wenn jetzt oben was kaputt ginge, könnten wir es von hier unten noch reparieren oder sauber zaubern oder sonst was. Das ist schon ziemlich cool. Wir könnten den Stricken-Lebenswunsch als nächstes machen. Wobei, ich glaube, den hatten wir schon mit Schneewittchen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder Blumen binden könnten wir als nächstes. Das fände ich auch cool, Blumen binden. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Lebenswunsch ist, aber wir können mal gucken. Eigentlich. Wir müssen auch noch mal ein paar mehr Zaubertränke brauen, weil wir haben eine Zeit lang ganz viel gebraut und ganz viel gezaubert und dann haben wir den Lebenswunsch vervollständigt und dann haben wir es irgendwie gelassen. Patrick Klein ruft uns jeden Tag an. Meine Güte, was willst du mit Bescheid sagen und mich nicht mehr mit Carina Brand. Wir haben dir überhaupt nichts gesagt. Sherlock ist ein der Schüler. Wir haben nur gesagt, das musst du selber wissen. Okay. Sherlock ist einser Schüler und Verantwortung reicht für ein Merkmal aus. Das heißt, Sherlock kann älter werden, in anderen Worten. Lass mich mal gucken hier. Yes, einser Schüler. Wie ist es mit den anderen beiden? Du bist zweier Schüler. Du kannst aber wahrscheinlich auch bald älter werden. Und du bist dreier Schüler. Gut, du warst ja heute das erste Mal da. Alles klar, Sherlock, Schatzi, dann stelle ich dir mal einen Kuchen auf und dann let's go. Im Moment kommen wir gut voran. Guckt euch das mal hier, ne? Im Moment. Ich will es ja gar nicht laut aussprechen. Ich habe das Gefühl, dann passiert jetzt eine Katastrophe hier so. Klopfe ich mal auf Holz. Ja, Kerzen auspusten. Super. Wie geht's dir? Ganz gut. Dann mach mal bitte Hausaufgaben als nächstes. Yes. Und du auch? Okay.
Also mit Accessoires hat das ja, der Sherlock. Muss man hier sagen. Tada! Also er ist schon aktiv und ein Tierfreund. Und er ist jetzt auch ein Genie. Ein spätes Genie. Das passt. Genie passt zu Sherlock. Tierfreund. Doch, wie, zumindest in der Serie Sherlock, der hatte doch als Kind diesen Hund, ne? Rotbart. Das passt aktiv. Jetzt nicht so sehr, würde ich sagen. Okay. Was wollen wir denn machen mit dir? Huh? Wissen vielleicht? Nerdin. Machen wir das vielleicht? Okay. Abschluss mit Auszeichnung. Ich habe nichts anderes erwartet von dir. Super. Dann füg mal Geburtstagskerzen hinzu. Okay. Ich stelle das hier mal weg und dann kannst du direkt mal die Wäsche aus dem Trockner nehmen und dich hier mal so ein bisschen um Krams kümmern. Wie geht's dir? Ganz gut. So, du kannst doch kochen, ne? Möchtest du noch was kochen? Wobei, ich glaube, wir haben den Kühlschrank schon voller Sachen, ne? Das brauchen wir. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir tun soll. Es ist gerade gar nicht so viel hier, was man machen muss gerade. Du kannst ein bisschen mit den Hühnern reden. Über Ethik von Sim-Kämpfen reden können wir mit den Tieren. Diplom erhalten. Ach ja. Wo ist denn die schwarze Henne hier? Ich finde es so schlimm, dass es so Hahnenkämpfe noch gibt. Ich meine, klar, die sind illegal, aber halt gibt sie halt ja noch. Und halt illegale dann. Und ich halt sowohl bei. Also ich frage mich halt immer, wie muss man drauf sein als Mensch, dass man das unterhaltsam findet? Ich meine, das ist irgendwas, was wohl tief verankert ist in Menschen. Ich meine, früher hat man sich ja auch im Kolosseum angeguckt, wie sich Menschen gegenseitig umbringen und Leute fanden das irgendwie voll toll. Aber. Irgendwie, halt, ich weiß, dass es das gibt und dass es das gab, aber irgendwie so, es gibt irgendwie den Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Wisst ihr, wie ich meine? Halt irgendwie so, ich kann es irgendwie nicht verstehen. So. Du bist hier, klar, ich glaube, wir erreichen jetzt schon Level 10. Guck mal, dann haben wir hier die ist auch schon erfüllt. Ihr seid noch am Hausaufgaben machen. Du auch. Ach, guck mal hier. Es läuft gerade alles zu gut. Ich bin misstrauisch. Ich bin misstrauisch. Hausaufgaben fertig. Kannst du direkt mal Zusatzhausaufgaben machen, mein lieber Schatz? Okay. Guck, sonst bin ich am Schimpfen, wenn es schief läuft. Jetzt läuft es gut und ich bin auch am Schimpfen. Weil ich sag's zu gut. Das kann nicht sein. So, wie geht's dir? Gut, natürlich. Dir auch. Okay, dann entnehmen wir hier den Saft. Pennywise kann mal was essen. Pennywise kann auch keine Zusatzhausaufgaben machen, weil sie noch Dreier-Schülerin ist. Iss mal was, mein liebes Kind. Okay. Molly, ich hätte voll gerne von dir, dass du jetzt direkt nochmal, weil ich hätte so gerne, dass wir das jetzt noch packen mit deinem Level. Du musst ja auch nicht direkt nochmal ein Sofa herstellen. Es reicht ja auch ein Teppich, glaube ich. Aber dass wir da so ein bisschen vorankommen. Du kannst währenddessen hier noch weiter aufsprudeln. Und dann stell mal hierher. Vielleicht ein Bücherregal. Okay, und ich gucke jetzt mal hier, dass wir das hier schon mal verkaufen. Jetzt vergesse ich das. Und Kombucha, also generell Saft, wird hier auch schlecht, ne? Wir sind so kurz davor. Hundert. Wir haben es eigentlich. Come on, wir haben es eigentlich. Spiel, ich weiß es schon, aber das Spiel weiß es noch nicht. Yay, wir haben unser Bestreben abgeschlossen.
Ach, war das schön. Guck mal hier. Und wir waren schon ewig nicht mehr im Belohnungsdorf, aber wir haben schon voll viel hier gesammelt. Was ist denn das Höchste, was wir im Moment nehmen können? Geldbaum. Braucht niemanden. Selten müde. Das könnte praktisch sein, aber ich habe das Gefühl, so sind wir eigentlich schon. Das bringt uns nichts. Mega grüner Daumen, ja. Kaum hungrig, Gelehrte. Bauen Fähigkeiten schneller auf. Fruchtbar. Ha, zu risikoreich, finde ich, oder? Ich lasse es mal für einen Moment. Ich höre mal, was ihr dazu zu sagen habt. Wir gucken mal, was für einen Lebenswunsch wir jetzt nehmen könnten. Königin des Strickens, das wäre noch eine Idee. Familie werden wir wahrscheinlich so nicht schaffen. Natur würde man noch überleben. Genau, Zaubertrank-Dings haben wir schon. Freiberufliche. Aber es gibt nichts zum Blumenbinden, ne? Nee, das können wir nicht machen. Oh. Innerer Frieden wäre doch mal was. Meisterköchin wäre auch eine Idee. Also am einfachsten wäre das mit dem Stricken. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht das schon gemacht haben. Sport ist sehr schwierig, weil wir ja, während wir schwanger sind, keinen Sport machen können. Auch das, ich lasse es jetzt mal hier für den Moment. Okay, also, alles läuft gerade viel zu gut. Morgen wird wahrscheinlich Gollum älter werden können. Ja. Wir sind im wievielten Trimester? Im zweiten. Okay. Gut. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ganz viel, was wir neu entscheiden können. Welchen Lebenswunsch wir als nächstes machen. Wir können auch einfach irgendwas wählen und halt dann trotzdem das jetzt mit den Blumenbinden weitermachen. Ich möchte halt auch weiter Sachen herstellen, ne, um halt auch ein bisschen Geld zu verdienen und so. Aber eigentlich halt aufsprudeln würde ich halt auch voll gerne noch mehr können. Da sind wir ja noch nicht Level 10, oder? Nee, Level 4. Da sind wir noch weit von entfernt. Halt, das könnten wir noch gucken. Blumenbinden finde ich aber wie. Blumenbinden finde ich richtig cool. Das würde ich eigentlich gern weitermachen. Dann könnten wir vielleicht Botanikerin werden, das geht so in die Richtung. Haben wir wirklich keinen Lebenswunsch, der mit Blumenbinden zu tun hat? Ich kann es gar nicht glauben. Halt, das wäre doch entweder unter Kreativ oder Natur, oder? Fakt gibt es nicht. Gut. Okay, meine Lieben, dann soweit, so gut. Ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!